Ja, Herr Reif, bevor wir über was anderes reden als Fußball, möchte ich trotzdem einen Gedanken jetzt, den Sie in Ihrem Vortrag genannt haben, aufgreifen. Sie sprachen über die Super League und haben gesagt, es ist unaufhaltsam, dass sie kommt. Und es klang so, dass Sie das auch befürworten. Was wird denn dann aus der Bundesliga? Befürworten würde ja heißen, ich finde es gut. Ich finde es nur in sich schlüssig und unvermeidlich. Und glauben Sie, dass die verbleibende Bundesliga gewinnen wird oder was wird aus der? Ich glaube, dass das eine Liga ist, aus der es nicht den automatischen Aufsteiger geben wird, aber einen Wettbewerb, der unterhalb dieser Super League stattfindet. Und der wird seine eigene Spannung wieder haben, weil also es diese übermächtigen Platzhirsche nicht mehr geben wird. Also Sie glauben, dass es im Grunde genommen positiv ist für beide Seiten, für diejenigen, die sich für die Super League qualifizieren, als auch für die verbleibende Bundesliga? Wenn Sie mir kein anderes Modell, das mehr Sinn macht, liefern können, dann glaube ich ja. Jetzt mache ich einen harten Schnitt. Wir reden jetzt tatsächlich mal über was anderes als Fußball. Ich mache diesen harten Schnitt jetzt am Anfang, weil wir später keine Chance mehr haben, darauf zurückzukommen. Sie sind als Flüchtling aus Polen nach Deutschland gekommen, vor vielen, vielen Jahren, und haben sich am Anfang in Deutschland nicht besonders wohlgefühlt. Sie wurden, glaube ich, in der Klasse auch gehänselt und Sie haben dann immer gesagt, ich bin dann in die Fußballmannschaft gekommen. Sie haben das Trikot der Roten Teufel von Betzenberg getragen und Sie haben gesagt, der Fußball war eigentlich damals in meiner Kindheit für mich das Entscheidende, dass ich mich überhaupt in Deutschland heimisch wohlgefühlt habe. Vielleicht können wir noch mal kurz zu Beginn in diese Zeit zurückgehen. Was hat der Fußball da für Sie bedeutet, als Sie als Flüchtling aus Polen angekommen sind? Na, er hat mir das Leben gerettet. So habe ich es empfunden und so habe ich das heute auch verinnerlicht. Ich bin nicht der Flüchtling gewesen, meine Eltern sind über Israel aus Polen über Israel nach Deutschland, nach Kaiserslautern. Und ich war 7, 8 Jahre, als ich ankam. Ich konnte weder vernünftig Deutsch, noch konnte ich vernünftig Polnisch. Das hätte mir in Kaiserslautern übrigens auch nur am Rande geholfen. Ich konnte keine vernünftige Sprache und musste als 8-Jähriger in die erste Klasse zu 6-Jährigen. Ob wir jetzt 60, 58, 45 sind, das spielt dann irgendwann keine Rolle, keine große. Aber für einen 8-Jährigen mit 6-Jährigen in einer Klasse sitzen, das ist die Hölle. Und sie können nicht kommunizieren. Und das ist bei Kindern, die sind nicht brutal, sondern nur, die würden ja gerne mit dir spielen. Nur wenn du verstehst sie nicht, sie verstehen dich nicht, dann geht nichts. Dann bist du Außenseiter. Und das war schrecklich. Meine Mutter hat was Kluges getan. Die sagte, kicken kann der doch. Und dann hat die mich zum 1. FC Kaiserslautern gebracht. Und dann auf einmal, ich konnte ganz gut kicken, war es lustiger, wenn ich in der Mannschaft dabei war, als wenn ich bei den anderen war. Und das hat mir geholfen. Und dann habe ich mit den Füßen gesprochen und dann irgendwann habe ich die Sprache schnell gelernt. Deswegen bin ich heute auch sprachfanatisch. Wenn ich irgendwo hinkomme und kann eine Sprache nicht, also WM 2002 in Südkorea und Japan, ich war am Rande der Hysterie, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Und alle Kollegen sagten, hast du einen Vogel? Niemand verlangt doch von dir, dass du Südkoreanisch sprichst. Aber das hat sich so eingeschliffen. Also Ihre Begeisterung für Sprache ist auf das Erlebnis in der Kindheit zurückzuführen, wo Sie dann festgestellt haben, zunächst hat mir der Fußball geholfen. Das heißt, durch den Fußball, weil Sie ein guter Kicker waren, wurden Sie dann auch von den Schülern, die Sie vorher wegen der Sprachprobleme abgelehnt haben, anerkannt. Kann man das so sagen? Ja, ich wurde zu einem kleinen Star in Kaiserslautern. Die 10-Jährigen haben den 12-Jährigen von der B-Jugend nachgeguckt und die 12-Jährigen wieder den C-Jugendspielern. Das, Kaiserslautern bestand und immer noch sehr aus dem 1. FCK. Und du warst Teil dieser Sekte und warst ein halbwegs bedeutender Teil. Insofern alles Selbstwertgefühl, alles Selbstbewusstsein ist mir da über den Fußball vermittelt worden und wiedergegeben worden. Und war das so die Geburtsstunde Ihrer Begeisterung für den Fußball, die Sie dann auch später als Kommentator rausgetragen haben in die Welt? Das war früher. Mein Vater hat mich in Warschau auf seinem Motorrad, da war ich 4 Jahre alt, vorne auf dem Tank, weil hinten hatte ich Angst. Da habe ich mich vorne zwischen die Beine gesetzt und sind wir zum Spiel gefahren. Und da habe ich mit 4 Jahren habe ich zum ersten Mal, und ich habe da ganz deutliche Erinnerungen daran, an diesen Tag. Und habe kürzlich für einen Film mal vor 2, 3 Jahren bin ich nach Warschau gefahren mit meinem erwachsenen Sohn und habe ihm das mal so gezeigt alles. Und da weiß ich, da muss dieses Gift zu wirken begonnen haben.
Ihr Vater, finde ich, ist ein spannendes Stichwort. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr bewegend, wie ich finde, dass Ihr Vater schon im Grunde genommen abtransportiert werden sollte in ein Vernichtungslager und dann gerettet worden ist von jemandem, der Ihnen gegenüber nur beschrieben wurde als der große Deutsche. Das war, glaube ich, so die Geschichte. Und dann haben Sie später durch einen Zufall erfahren, ich glaube, ein Lektor eines Buches von Berthold Beitz hat Sie angerufen und gesagt, ich schreibe gerade oder ich lektoriere gerade die Biografie von Berthold Beitz, den großen Co-Patriarchen, das ist deine Geschichte. Und so war es letztlich auch. Ne? Also Berthold Beitz war derjenige, der Ihrem Vater im Grunde genommen vor der Vernichtung gerettet hat. Ja, das war eine Lektorin, eine Freundin, die sagte, die kannte meine Familiengeschichte und dass mein Vater da aus so einem Zug gerettet, rausgeholt worden war von irgendeinem Deutschen. Und ich wusste nicht, wer. Ich wollte auch diese Dinge, ich bin diesen Dingen nicht nachgegangen. Mein Vater wollte nie darüber reden und deswegen war das für mich, ich wusste es, aber ich musste keine Anekdoten des Grauens mir holen. Und jedenfalls, diese Freundin ruft mich an und sagt, du pass auf, ich glaube, ich habe was für dich. Und dann hat er mir das geschickt, eine Biografie über Beitz. Und die Verortung da, wo er tätig war, plus mein Vater, das war in sich völlig schlüssig. Und dann habe ich Berthold Beitz einen Brief geschrieben. Und 3 Tage später kriege ich einen Anruf von seinem Büro, er würde sich freuen, wenn ich zu irgendeine Medaille kriegte, der in Nordrhein-Westfalen in die Villa Hügel kommen könnte nach Essen. Klar, wir hingefahren und dann habe ich ihn kurz getroffen. Mit welchen Gefühlen sind Sie da hingefahren und wie war das? Wie war diese Begegnung für Sie? Die war doch emotional bestimmt aufgeladen. Ja, viel zu groß. Viel zu groß, um das mit platten Worten zu beschreiben. Ich weiß, ich bin hingefahren, weil ich dachte, ja, irgendwas nimmst du dir ja vor. Und wenn ich ihn treffe, ja, er hat nicht viel Zeit, aber Sie können kurz mit ihm reden. Und dann denkst du, ja, irgendwas werde ich schon sagen. Weiter quasselst doch sonst so viel. Und dann kam der rein mit seiner Frau am Arm und die war schon dement damals. Er war Ende 96 oder 97, 2 Meter groß, kommt so auf mich zu und aus 5 Meter Entfernung sehe ich, wie er zu seiner Frau sagt, ich kannte den Vater von dem Mann. So, und dann stehst du vor dem und stammelst irgendein Zeug. Und dann hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt, hat gesagt, es ist gut. Das unglaublicher viel Moment. Zu groß, ne? Viel zu groß. Jetzt haben Sie in so einem Nebensatz gesagt, wir haben in der Familie über diese Zeit nicht gesprochen, wir haben über die Nazi-Zeit nicht gesprochen, über die Verbrechen, über die Bedrohung. Wurde das so ein bisschen totgeschwiegen? Ich glaube, Sie haben erst nach dem Tod des Vaters überhaupt über diese Themen sich auseinandergesetzt. War das im Nachhinein gut? War das als Schutz für Sie oder war das eher ein Verdrängen, was Ihnen nicht gut getan hat? Ja, ich musste mir das ja irgendwann erklären, warum mein Vater nie über diese Zeit sprechen wollte. Ich weiß, dass ich Onkel, Tanten, Großväter habe ich nie kennengelernt, weil die alle ermordet wurden. Insofern wusste ich die Familiengeschichte, aber für mich hat es sich verboten, nachzufragen. Wenn mein Vater darüber nicht sprechen wollte, dann hat sich das verboten. Mein Vater war Jude. Ich habe viele Juden im Nachhinein kennengelernt und es gibt immer 2 Abteilungen. Die einen, die wollen darüber reden, die müssen darüber reden und die anderen sagen kein Wort. Und als wir dann nach Deutschland gingen, weil sich das ökonomische, mein Vater ging es darum, dass die Kinder was zu fressen kriegen und nicht irgendwelche politischen Entscheidungen, sondern da gab es Verwandte, Bekannte und wir gingen nach Deutschland und ich musste mir in Israel von entfernteren Verwandten und Bekannten als 18-Jähriger mich fragen lassen, wie man nur in das Land der Täter denn zurückgehen könnte. Das sei ja unmöglich und dein Vater, das war schlimm. Und ich als, ich bin nicht ein Reisender in Holocaust-Überleben, sondern ich war ein Wohlstandsjüngling, weil meine Eltern dafür und mein Vater dafür gesorgt hat, dass es mir gut ging und dass ich unbeschwert aufwachsen konnte. Und im Nachhinein habe ich mir das erschlossen. Er hat deshalb nicht über diese Dinge geredet. Wenn wir nach Deutschland ziehen und diese Kinder, meine Schwester und ich, wachsen in diesem Land auf, muss ich offenbar verhindern, dass diese Kinder in jedem Postboten, jedem Metzger, jedem Briefträger einen Täter sehen. Und das ist gelungen. Und das halte ich für heroisch und das werde ich ihm nie vergessen.
Aber der jetzt mache ich etwas, was ich nie gemacht habe. Ich bewerte jetzt schon. Es steht mir nicht zu, so etwas zu bewerten, weil das geht weit über mein Vorstellungs- und Einfühlungsvermögen hinaus. Schön, dass wir diese persönlichen Dinge zu Beginn sprechen konnten, auch wenn der Schnitt zum Fußball wieder jetzt zurück etwas hart und holprig ist, war mir doch dieser Moment zu wichtig, als dass ich den nicht mit Ihnen ansprechen wollte, und schön, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Vielen Dank dafür. Jetzt machen wir diesen harten Sprung wieder zurück in den Fußball, und da bleiben wir auch mit all seinen Facetten. Herr Klingensief hat es ja gesagt, hat die verschiedenen Stationen aufgezeigt in Ihrer Fußballkarriere, in Ihrer Fußballkommentatorenkarriere. Sie waren ja ursprünglich beim ZDF gar nicht für Sportkommentare zuständig, sondern Sie waren Auslandskorrespondent in London. Und wie kam es dann dazu, dass Sie in dieses völlig andere Ressort wechseln? Das hängt ja erstmal überhaupt nicht zusammen. Naja, ich habe eine Zeit lang selber Fußball gespielt, und dann habe ich aber gemerkt, dass eventuell die ganz große Profikarriere doch nichts wird. Und dann bin ich als Jugendlicher von Kaiserslautern dann nach Heidelberg mit meinen Eltern gezogen. Zum Glück, wenn wir in Kaiserslautern geblieben wären, hätte ich es, glaube ich, versucht zu zwingen. Und ich war Auswahlspieler und so. Also das hätte funktionieren können. Zum Glück habe ich es nicht gezwungen. Ich habe dann bis zweite Liga in Mainz gespielt, und das hat sich dann beruhigt. Aber das war immer mein Hobby, und ich wollte mein Hobby nicht durch Arbeit verunreinigen und belasten. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich will politischer Journalist werden, ich habe Politik studiert. Sport machen wir nach der Arbeit und ist mein Hobby. Naja, und dann hat sich ergeben, dass ich 2 Jahre lang Korrespondent in London war, und der ältere Herr, der Studioleiter, war dort, der hatte nicht mehr so das große Feuer, und er war immer froh, wenn am Abend der Sender flipperte und ich wieder was fabriziert hatte. Und als dann der zum Schwur kam und es hieß so, jetzt wird der Studioleiterposten besetzt, und das hätte ich sehr gerne gemacht. Aber ich war in keiner Partei, ich war zu jung, ich war freier Mitarbeiter, alle Parameter, die heute wären, wären die wahrscheinlich kein Problem. Damals passte das nicht ins Bild. Und ich kriegte den Job nicht, obwohl es genügend Leute gab, die sagten, das, normal läuft das auf dich zu. Dann war ich so beleidigt und so zickig und so getroffen, dass mein alter Freund Dieter Körten, der wurde Sportchef, der sagte, wenn du so unglücklich bist, komm doch zu uns. Ich habe immer mit der Sportredaktion abends Fußball gespielt und war da so ein bisschen embedded als politischer Kasper, aber darfst auch mal mit uns Sportjungs um die Häuser ziehen. Da sagte der, komm doch zu uns, kannst machen, was du willst. Verlockendes Angebot. Aber jetzt war es ja so, dass Sie beim ZDF, als Sie dann gewechselt sind unter Kürten, zunächst Eishockey kommentiert haben, und Ihre große Liebe galt ja auch zunächst nicht dem Fußball, sondern dem Eishockey. Sie haben ja mal gesagt, wenn der Fußball mit einem Eishockeyspiel mithalten will, muss er schon einiges aufbieten. Wie kam es dann wieder vom Wechsel, zum Wechsel vom Eishockey zum Fußball? War das dann auch so eine Liebe, oder es klang ja wirklich so, dass die große Liebe beim Eishockey zunächst gewesen ist? Nein, ich hatte dann, als wir von Kaiserslautern nach Heidelberg gezogen sind, Heidelberg hatte ein bisschen Universitätsbasketball, aber ansonsten gab es da keinen Profisport. Aber 10 Kilometer weiter links ist Mannheim, und da war Eishockey immer schon die große Nummer. Und wir Jungs sind dann am Abend, freitags und sonntags, zu den Spielen nach Mannheim gefahren. Und da entwickelte sich eine Liebe zum Eishockey. Ich habe es nie selber gespielt, aber es hat mich immer fasziniert. Und der Herr Körten war ein linker Vogel, der wollte nämlich mich zum Reporter machen. Ich wollte aber nie Reporter werden, also Kommentator, sondern ich wollte Filme machen, wollte in der Welt rumfahren und drei Wochen lang an der Copacabana Jugendarbeit im brasilianischen Fußball dokumentieren. So, das war so die Idee. Und dann sagt er, nee. Und wenn er mir aber gesagt hätte, du wirst jetzt Kommentator, hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und so hat er mich über Eishockey, hat er mich so ganz langsam rangeführt. Und schauen Sie, Eishockey, wenn Sie mit jemandem hingehen, der von Sport nicht viel Ahnung hat, ist Eishockey, selbst ein erdenschlechtes Spiel, immer dynamisch. Es passieren Dinge, das rappelt immer. Passiert viel mehr, ne? Es auch von der Geschwindigkeit. Immer, es zischt und rauscht und knallt. Fußball, ein eher getragenes, taktisch geprägtes Spiel, langweilt einen sehr schnell. Das muss ich erklären. Bei Eishockey sagst du, lass laufen, freuen sich die Menschen. Und jetzt haben Sie ja gesagt, das war ein geschickter Weg von Kürten. Er hat Sie da so ein bisschen geführt, manipuliert, will ich mal sagen. Wie wird man denn jetzt überhaupt Kommentator? Gibt es da eine Ausbildung, gibt es einen Kurs, oder reicht es, wenn man Ahnung von Fußball hat und eine gewisse Sprachbegabung hat?
ehrlich gesagt, viel mehr ist es nicht. Es sind zwei Säulen. Es ist Kompetenz. Also ich konnte immer meinen Job. Ich habe das als Job, als Beruf empfunden. Und jetzt kommt was Großkotziges. Sie werden mir in 30 Jahren kommentieren, weiß nicht, 4, 5 sachliche Fehler nachweisen. Aber mehr auch nicht. Das muss Ihnen nicht gefallen haben, wie ich das gemacht habe. Das ist was anderes. Aber vom Fachlichen her, es geht um Fachwissen und es geht um eine Sprache, die das unfallfrei über die Rampe kriegt. Und ich habe immer gesagt, auch wenn es nur Fußball ist, muss man ja nicht mit dem Wortschatz eines mittelmäßigen Schimpansen da dran gehen, sondern das kann man auch normal beschreiben. Und das ist es. Aber es ist ein Lernberuf, es kommt Erfahrung dazu, es kommt Stress dazu, den man zu verarbeiten lernt, mit dem man umzugehen lernt. Also einfach, jeder kann über Fußball reden, ja. Stammtisch reden kann jeder, aber das ist ein ehrenwerter Beruf, Fußball kommentieren. Und führen Sie Ihren Erfolg jetzt auf diese andere Art des Kommentierens gegenüber anderen zurück oder auch auf Ihre unkonventionelle Vorgehensweise? Mit unkonventioneller Vorgehensweise meine ich Folgendes. Sie haben sich ja nicht immer so an Regeln oder an das gehalten, was man so eben gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Sie Maradona interviewen sollten und alle hatten natürlich einen riesen Respekt vor diesem Fußballgott, muss man ja schon sagen, wenn man so die Begeisterungsfähigkeit der Menschen als Indikator nimmt. Und ich erinnere mich an eine Szene, da hatten Sie die Chance, zu einem Trainingsspiel von Diego Maradona zu fahren und dann gab es eine Szene, seine Frau und seine Tochter war auch im Stadion, wo seine Tochter auf Maradona zurannte, er nahm sie auf den Arm und sie haben gegen jede Regel, gegen jedes Protokoll erkannt, das ist jetzt der Moment, jetzt habe ich Maradona als Vater, als Mensch nicht auf ihn zugegangen, haben ein Interview bekommen. Also erstens konnte ich Italienisch, das war schon mal sehr hilfreich, das war in Neapel damals, er sprach dieses argentinische Spanisch, aber auch Italienisch, weil er schon 2, 3 Jahre in Neapel Fußball gespielt hat. Ja, da half mir, dass ich nicht im Sportjournalismus groß geworden war. Das heißt, er war für mich ein toller Fußballspieler, aber damit war es ja auch gut. Und den Zugang zu ihm finden, das war ein verschreckter junger Mann. Also ich habe dann begriffen, im Nachhinein ist er dann in Drogen und in viele Verirrungen abgesackt. Aber wenn Sie das mal erlebt hätten, wie der in Neapel gelebt hat, hinter Mauern, der konnte in kein Restaurant, in kein Kino, kein gar nichts. Also wie ein Gefangener quasi. Ja, als wir den Film damals gemacht haben, da und dieses Interview, ich habe gespürt, jetzt kommt ein Moment, wo ich nicht als unterwürfiger Reporter hingehen kann, sondern als Vater. Mein Sohn war damals auch gerade der Älteste, 2 Jahre und seine Tochter war glaube ich auch so 2. Und dann standen wir uns so gegenüber. Und seine Tochter spielte so mit dem Mikro und er guckte mich an und da war plötzlich, hatten wir eine Ebene, die war weg von diesem Vergöttern und so. Der wollte das gar nicht, der wollte nur ganz normal. Dann haben wir geredet und daraus ergab sich ein sehr hübsches Gespräch. Und dann brauchten wir ein paar Bilder und dann sagte mir sein Berater, nichts erzählen, aber kommt doch morgen früh um 8 Uhr zum Hafen, da fahren wir raus mit einem Boot, da könnt ihr drehen, das ist ganz lustig. Darf nur niemand wissen. So, wir fahren morgens dahin, stehen da 600 Leute auf der Mole. Da hatte irgendjemand gequatscht und damit war die Reise mit dem Boot weg. Das heißt, so hat er gelebt sein Leben lang. Und als er sich verabschiedet hat vom Fußball als Spieler, das war bei seinem Club Boca Juniors in Buenos Aires, da hat er seine Rede gehalten am Ende und er ist ein sehr einfacher Junge aus sehr kleinen Verhältnissen. Und dann hat er nur 2 Sätze gesagt und die waren für so einen Jungen und die waren von ihm. Er hat gesagt, ich habe unendlich gefehlt, aber der Fußball ist unbefleckt geblieben. Und das war, vergesse ich nie. Und diese unkonventionelle Art, dass Sie sich da an keine Regel gehalten haben, an keinen Termin für das Interview, dass Sie einfach die Situation erkannt haben, darauf zugerannt sind. Wurde die Ihnen verziehen? Wurde die begrüßt, wenn da ein gutes Interview bei rauskam? Oder haben Sie da auch Kritik für eingesteckt, dass Leute in Ihrem Umfeld sagten, kannst du nicht bringen, halte ich gefälligst dran? Naja, da half mir eben mein alter Freund und Mentor und heute einer meiner ältesten Freunde, Dieter Körten, sehr, weil der sagte, weißt du was, weil ich sagte, Dieter, ich kriege so viel Kritik, polarisieren und so, Leute meckern da und nur nochmal, das war zu ZDF-Zeiten, als 3 Knöpfe auf der Fernbedienung und da sagte er, auch weißt du was,
Wir machen es so lange, wie es mir gefällt. Und mir gefällt es gut. So, das konnte man sich damals leisten. Ich würde behaupten, Sie machen mich jetzt so zu so einem Paradiesvogel. Also so fürchterlich originell fand ich es nicht. Anfangs habe ich sicher auch übertrieben, aber es war dann ganz okay. Ich glaube nur, dass heute so viel polarisieren, wie ich das damals gemacht habe, dass das würde kein Sender durchhalten. Ich glaube nicht, dass man heute bei der Konkurrenz das machen könnte. Insofern durfte ich mich austoben. Hatten Sie also Glück, dass eigentlich Kürten so Ihr Mentor war, der auch schützend die Hand über Sie gehalten hat, dadurch konnten Sie sich so entwickeln. Man hat ja auch oft gesagt, Sie sagten gerade, ich wurde auch kritisiert, man hat ja auch oft gesagt, der Reif pöbelt. Ne? Es gab ja oft Schlagzeilen in der Bildzeitung, der Pöbler Reif. Wie kamen Sie zu diesem Ruf? Ach, wie die pöbeln. Wenn Sie da stehen vor einem Spiel, später hat man dann kommentiert, aber vor dem Spiel stand ich vor der Kamera und sagte so und so, das kriegen wir jetzt zu sehen. Und 5 Meter entfernt steht einer, der bei konservativ berechnet 2,3 Promille die ganze Zeit Verbalidiurien, um es jetzt sehr vorsichtig auszudrücken, auf sie niederprasseln lässt. Und sie versuchen sich zu konzentrieren, um das zu Ende zu kriegen. Und der hört nicht auf und hört nicht auf. Und wirklich, es geht weit unter die justiziable Grenze oder drüber hinaus. Und wenn ihnen dann der Kragen platzt und sie sind fertig und schreien dann zurück, du säufst zu viel. Ach, es erspart mir Magengeschwüre. Ach, das war diese Aussage, du säufst zu viel, wo man sie dann nachher zum Pöbler abgestempelt hat. Ach, das war ein, deswegen, heute schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich werde für Bild TV ein neues Format machen, aber damals waren die Bildzeitung und ich nicht geborene Freunde, sondern ja, wir können die hatten einen Spaß daran, das als Pöbeln zu dingen. Mir war es, ehrlich gesagt, das war mir wurscht, weil ich habe eine ganz ordentliche Erziehung genossen und wenn ich pöbele, dann das weiß ich dann schon, wenn ich pöble. Wie erklären Sie sich denn, dass Sie große Bewunder haben, aber auch große Feinde? Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet und war am Wochenende im Ruhrgebiet, habe die Familie besucht und habe dann so einigen erzählt, ja, am Mittwoch bin ich mit Marcel Reif auf der Bühne und je tiefer ich Richtung Schalke kam, je aggressiver wurden die Kommentare, bis hau dem erstmal von mir eins in die Fresse. Ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat. Wie erklären Sie sich das? Das ist gerade so in dieser Region, so einige sind, die so denken. Nein, schauen Sie, das ist Legende mit dieser Region. Ich bin mit dem einen oder anderen Protagonisten ganz gut befreundet aus dieser Region, im Übrigen auch aus diesem Verein. Schauen Sie, solange man mir in München tiefste Bayern-Hasserei unterstellt und in Dortmund mich als Bayern-Fan bezeichnet, kann nicht alles falsch sein. So, das ist mal das Erste. Als ich das merkte, das ist beidseitig, ist das super. Wie kommt das? Wir standen mal vor einem Bayern-Spiel wir haben so einen Redaktionsbus, standen wir vor der Allianz Arena und ich sitze hinten, bereite mich, schreibe irgendwas runter, kommt der Fahrer und sagt, komm mal nach vorne, da ist einer. Und da dachte ich, na, was, Autogramm oder irgendwas, geht da vor, steht da ein Bayern-Fan in voller Montur, also Lederhosen, mit so einem Zwirbelbart, Hut und so, alles, was dazugehört, guckt mich an und sagt, du, Reif, aber heiter mal objektiv für die Bayern. Das ist auch gut. So. Und darüber habe ich lange nachgedacht und habe da den Schlüssel gefunden. Schauen Sie, das ist doch das Normalste von der Welt. Es spielen 2 Vereine gegeneinander. Fans dürfen alles. Der zum Beispiel, das war nicht boshaft, das meinte der ganz ernst. Das war auch nicht irgendwie lange überlegte, brillante Ironie, sondern der meinte genau das. Und wenn 2 Clubs gegeneinander spielen, gibt es eine klare Grenze zwischen denen und denen. Und wenn ich etwas Positives darüber sage, ist der Fan, der darf auch blind sein. Blind vor Liebe, blind vor was weiß ich, muss er sogar sein. Der findet das furchtbar. 2 Minuten später sage ich etwas andersrum, darauf ist das. Und natürlich filtert man sich dann raus, das, was einem entweder richtig gut gefällt und dann ist man ein großer Fan und dann bin ich eine Legende, oder man sagt, ich hasse den wie die Pest. Wenn ich den nur höre, drehe ich durch. Damit lernt man irgendwann mal zu leben, weil es in der Natur der Sache ist.
Was ich aber so als Fußballbetrachter, ich könnte mich jetzt nicht mehr als Fan bezeichnen, aber als Betrachter gar nicht verstehe, wie kann man denn überhaupt Hass oder Zorn auf einen Kommentator haben? Sie beeinflussen ja nicht das Spiel. Ich könnte das noch nachvollziehen aus der Emotion jetzt gegenüber dem Schiedsrichter, der wirklich pfeift und der, wie kann das überhaupt sein, dass man diese Gefühle auch gegenüber dem Kommentator, der eben nur kommentiert, empfindet? Auch das mit den Schiedsrichtern. Zurzeit gibt es ja eine Gegenbewegung, um da wieder ein bisschen Respekt reinzukriegen. Ich finde, wir in Deutschland sind da auf einem ganz schlechten Weg gelandet. Die Art, wie man mit Schiedsrichtern umgeht und miteinander umgeht, ist kaum akzeptabel. Insofern ist es richtig, dass man da jetzt mal Pflöcke reinschlägt. Schauen Sie, 2016 habe ich für mich nach mehreren Erlebnissen, die genau in die Richtung gehen, wo ich also Hass gespürt habe, wo ich gesagt habe, pass auf, du redest zuweilen Stuss und das muss einem ja nicht gefallen, das kann ich ja verstehen und so, das früher wurden, es war ein gut bezahlter Nebeneffekt, früher wurden Überbringer schlechter Nachrichten in Griechenland, mit denen wurde anders umgegangen, insofern hat sich ja vieles verbessert, nur ich habe das nicht begriffen. Ich habe das bis heute nicht verstanden, das ist mir zu viel. Und da habe ich gesagt, jetzt höre ich auf. Also es gab wirklich 2, 3 Situationen, da war mir das auch zu viel. Das ist dann, das ist nicht mehr im Spektrum. War das tatsächlich der Grund, dass Sie aufgehört haben, dass Sie auch Hass gespürt haben, Gewalt gespürt haben? Es gab ja die Szene, wo Sie dann zum Spiel nach Dortmund fuhren und das Fahrzeug wurde kräftig durchgerüttelt von Fans. War das wirklich der Grund oder war es auch eine gewisse Müdigkeit oder war wirklich dieses Gefühl zunehmender Gewalt, dieses Gefühl zunehmender auch körperlicher Angriffe ausschlaggebend für Ihren Rückzug? Naja, das war schon ein physischer Angriff, dieses geschüttelte Auto und ich hätte damit nur umgehen können, aber neben mir saß meine Frau, die war bei dem Spiel dabei und die hatte Angst und da habe ich gesagt, pass auf, Das geht nicht. Das geht nicht. Hier geht es um Fußballspiel. Angst, wenn das passiert, nein. Und sicher war dann auch irgendwann mal, waren die Dinge auserzählt, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, ich weiß nichts Neues mehr. Und ich habe auch mich ertappt, wie ich mich selber zitiere und wie ich sage, sag mal, das hast du doch letzte Woche genauso so ähnlich schon mal gesagt. Ach, ist doch egal, wer soll dir das denn nachweisen? Und da merke ich, ich kriege nicht mehr diese Werbe hin, um das so zu machen, wie ich es mir immer vorgehalten habe, dass ich jetzt wieder ein bisschen angefangen habe, möglicherweise, was soll ich sonst tun? Komme ich gleich noch drauf zurück, auf Ihren letzten Kommentar und auf die Rückkehr, auf das Comeback. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Bayern München. Sie haben ja gerade schon schön entkräftigt, dass Sie eben nicht parteiisch zugunsten Bayern München sind, an der Aussage dieses Fans, der gesagt hat, heute pfeifst du aber mal neutral für die Bayern. Wie erklären Sie sich das im Fußball, bei Verfehlungen so viel mehr verziehen wird als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, beispielsweise der Politik. Ich denke zum Beispiel an Uli Hoeneß, der ja dann im Gefängnis war, zurückgekommen ist und er wurde ja praktisch gefeiert, als er zurückkam. Man hat ihm nichts übel genommen. Wie erklären sich das, dass man im Fußball gegenüber Verfehlungen die Augen so stark zudrückt und in der Politik muss jemand zurücktreten, weil die Kinder einmal mit der Dienstlimousine zum Kindergarten gebracht wurden? Wie passt das zusammen? Na, erstens, weil idealisiert wird, weil das Idole sind, die im Fußball unterwegs sind und Idolen sieht man manches nach. Uli Hoeneß, deswegen das so ein bisschen kurz gesprungen, Uli Hoeneß hat im Gefängnis gesessen dafür und also wir sind doch eine christliche Gesellschaft und ein Merkmal christlicher Gesellschaften ist Vergebung und ja, aber das wäre in der Politik, In der Politik wäre das nicht denkbar. Stellen Sie sich vor, Merkel sitzt im Gefängnis, weil sie irgendwas gemacht haben oder ein anderer Politiker, der könnte niemals zurückkommen in eine vergleichbare Position, oder sehen Sie es anders? Ja, aber ich glaube, da gibt es ganz klare Regeln, dass man eine bestimmte Unbescholtenheit vorweisen muss, um politische Ämter auszuüben. Das ist im Sport, natürlich ist das sehr viel weiter gefasst. Ob das okay, haben Sie aber schön gesagt, sehr viel weiter gefasst. Ja, ob das okay ist. Ich habe Uli Hoeneß über die Jahre kennengelernt. Wir haben uns auch angenähert auf eine bestimmte Art. Wir konnten dann sehr sachlich miteinander umgehen, nachdem ich ihm irgendwann mal gesagt habe, weißt du was, solange ich nicht bei Bayern München auf der Payroll bin, werde ich Bayern München immer härter kritisieren als den SC Paderborn, weil die haben die Möglichkeiten, ihr habt die Möglichkeiten, das habe ich Ihnen ja vorhin versucht zu schildern. Und wenn ihr eure Leistung nicht abruft, muss ich anders mit euch umgehen als mit einem kleineren Club. Das hat er irgendwann mal verstanden. Und dann hat er etwas gemacht und ging ins Gefängnis und danach kam er zurück. Und ich bleibe dabei. Für mich ist Vergebung nach Buße und Reue
ist ein Merkmal einer christlichen Gesellschaft. Da fällt mir gerade ein schönes Beispiel an, führt aber jetzt zu weit, vom Textilkonzern Steilmann. Da hat mein Manager seine Ehefrau erschossen und als er aus dem Knast zurückkam, wurde er wieder in der Führungsposition eingestellt, weil Klaus Steilmann sagte, der Mann hat Durchsetzungsvermögen bewiesen. Aber das würde jetzt zu weit abschweifen. Ich denke, wir sollten da Abstufungen schon akzeptieren. Lassen Sie noch kurz bei diesem Stichwort bleiben. Franz Beckenbauer, würden Sie den als gefallenen Helden bezeichnen? Der hat ja für den deutschen Fußball Unglaubliches bewegt. Am Ende ist so sein Ansehen beschmutzt worden durch Bestechungsvorwürfe, die aber nie detailliert bewiesen wurden. Ist das für Sie ein gefallener Held? Oder? Franz Beckenbauer ist für mich ein Beispiel einer Lust am Denkmalstürzen in Deutschland. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Man baut möglichst hohe Sockel, um dann möglichst tief stürzen zu können. Schauen Sie, wenn diese WM 2006, da habe ich immer gelesen, das sei das beschmutzte Sommermärchen. Das Sommermärchen ist überhaupt nicht beschmutzt, sondern das war eine unfassbare Zeit. Diese Wochen, auch in der Außensicht auf Deutschland, hat sich so vieles verändert durch diese WM. So, jetzt wird eine WM vergeben. Das geht nach bestimmten Regeln, will ich nicht sagen, weil sonst verhebt man sich, aber das läuft in einem bestimmten System nach bestimmten Ritualen ab. So. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn alle, die heute schreien, Ceta und Mordio, wenn die damals gesagt hätten, pass auf, wir wissen, wie sowas läuft. Wenn wir nicht schmieren, wenn wir nicht Geld zahlen für Stimmen, werden wir diese WM nicht kriegen. Und dann wollen wir sie auch nicht. Ist ein völlig nicht nur legaler, sondern wie ich finde, ein völlig legitimer Ansatz. Absolut okay. Wenn aber gesagt wird, ach, eine tolle WM und jetzt im Nachhinein, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass da Geld geflossen ist. Ich weiß es nicht, es ist bis heute nichts nachgewiesen. Ich weiß nur, dass am Ende hieß es, Franz, du warst es doch jetzt, übernimm doch mal die ganze Verantwortung. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich weiß, dass er in vieler Hinsicht gebrochener und angegriffener Mann ist, der vieles nicht verstanden hat dann am Ende. Er hätte es sich leicht machen können, und das hat er aber nicht getan, indem er aufgestanden wäre und gesagt, passt auf, Freunde, ihr wolltet diese WM, haben wir sie gekriegt? Ja. War sie gut? Ja. Was glaubt ihr, wie wir die gekriegt haben? Und jetzt schleicht es euch, lasst mich in Ruhe, oder aber wir hätten es von Anfang an sein lassen sollen. Mich stört Heuchelei, da habe ich ein Problem. Nochmal, die reine Lehre sofort, wenn Sie mir sagen, es geht nur nach reiner Lehre, dann sehen Sie das so, ich gucke, ob ich da mitgehen kann oder ob ich relativiere. Aber es geht nicht, dass man sagt, waschen und trocken bleiben. Das kann nicht funktionieren. Aber steht Ihr Argument nicht auf schwachen Füßen? Ist das nicht genauso, wie wenn ich jetzt Waffenlieferung der Bundesrepublik Deutschland in Krisengebiete durchführe mit dem Argument, sonst machen es andere? Ist Ihr Argument nicht genauso schwach wie dieses, am Beispiel des Waffenhandels? Sie bewerten das Argument gleich. Es ist eine ähnliche Argumentation, natürlich ist das so. Wenn Sie aber eine Industrie haben, die damit Arbeitsplätze, und zwar nicht irgendwie mafiös und hinter vorgehaltener Hand, sondern eine völlig in sich akzeptierte Industrie. Und dann, Waffen werden in der Regel in Krisengebieten benutzt und gebraucht. So, wenn Sie mir sagen, wir machen die reine Lehre, wir steigen aus und Dieselautos gehen nicht, das ist völlig, nochmal, ich habe nichts dagegen, ich bin für jedes Extrem offen. Und dann können wir danach leben oder wir können nicht danach leben. Aber wir müssen uns nur in die Augen gucken können und sagen, pass auf, so ist die reine Lehre, ich lebe danach, du sagst, wir müssen es so machen. Natürlich ist das eine ähnliche Argumentation. Entweder ich spiele bestimmt, ich habe Ihnen vorhin das gesagt, wo es nichts kostet. Doch, es kostet 300 Millionen für einen Fußballspieler, aber Monopoly-Geld. Bei den Bayern, die reine Lehre ist, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. Dann darfst du aber nicht sagen, wir wollen in die Champions League ins Halbfinale. Ich kann die Argumentation verstehen. Das heißt, wenn ich mich entscheide mitzumachen, muss ich auch nach den Spielregeln spielen, sonst mache ich ja eben nicht mit, sonst bin ich Zuschauer. Das möchte ich offen haben. Ich möchte das allerdings offen gespielt haben. Ich verstehe das. Und nicht hintenrum. Mhm. Das hilft nicht. Mhm. Und nicht heucheln. Nur nicht. Ich möchte nur nicht die ganze Zeit sagen, ja super, alles prima, brauchen wir so, müssen wir genauso machen. Und dann aber sagen, aber die Methode passt mir jetzt gar nicht. Das auf der einen Seite, ich kann das verstehen.
Ja, Sie dürfen natürlich klatschen. Also diese Sichtweise von Ihnen auf der einen Seite, ich kann die auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite sind Sie ja durchaus jemand, der kritisch mit Veränderungen, mit Entwicklungen im Fußball umgeht, der sich auch dazu äußert. Sprechen wir noch kurz über die FIFA-Politik. Sie waren ja auch als Kommentator bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika und sind dann zu einem Fußballstadion gefahren worden, was extra für die WM gebaut wurde, wie viele andere Stadien auch. Und Sie standen dann plötzlich vor zwei Stadien. Und dann haben Sie wohl gefragt, was soll das denn, zwei Stadien nebeneinander? Warum sind Hunderte von Millionen ausgegeben worden? Und dann hat man Ihnen gesagt, das rechts ist das Stadion des Rapgi-Verbandes, das links ist das neugebaute für ein paar hundert Millionen des Fußballverbandes. Die beiden konnten sich nicht einigen. Und das ist so ein Punkt, wo Sie auch gesagt haben, das ist Wahnsinn, das ist obszön, das ist unmenschlich. Also es gibt schon Dinge, wo Sie sagen, die kotzen mich auch an, die kann man so eigentlich nicht mit Augen zu und durch bewerten. Das war in Durban und bevor, wenn Sie vom Flughafen in die Stadt reinfahren, fahren Sie durch Slums und Townships. Und für das Geld, was dieses zweite Stadion, das genau die Größe hat wie dieses Rugby-Stadion, das hätte man für läppische 100 Millionen hätte man das modernisieren können. Aber nein, man hat für 300 Millionen eins daneben neu gebaut. Und heißen Sie das für gut? Für das Geld hätten Sie 300.000 Menschen Wasser, Licht und Befreiung aus schlimmstem Elend, immer noch Elend genug, aber aus allerschlimmstem Elend, hätten Sie finanzieren können. An der Stelle sage ich, das geht nicht. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und schauen Sie, Katar. Nur, wenn die FIFA kommt und verlangt von, oder die UEFA auch bei Europameisterschaften, verlangt 12 neue Stadien. Also ihr müsst 12 WM-taugliche Stadien haben. Katar hat eine läppische, lächerliche Liga. Was sollen die mit 12? Aber wissen Sie was, die haben das Geld, ja klar. Wenn Sie aber wie kommt das zu der Zahl von 12? Das habe ich nicht verstanden. Weiß ich nicht. Nee, machen Sie 12, jetzt kommen, glaube ich, 36 Teilnehmer. Wenn es nächstes Mal 120 Teilnehmer sind, brauchst du als 20 Stadien. Das können Sie von normalen Ländern nicht verlangen, sondern das geht nur noch in absoluten Staaten mit einer eher schwach ausgeprägten demokratischen Grundhaltung. Denn da können Sie das anordnen. Nehmen Sie Olympische Spiele, das ist das Nächste. Also es gab jetzt, es ging darum eine Bewerbung Oslo. Norwegen ist ein fanatisches Wintersportland. Und die schönsten Olympischen Winterspiele, die ich hier erlebt habe, waren 1994 in Lillehammer. Wunderbar. Jetzt gab es eine Abstimmung in Oslo und die Menschen haben sich dagegen entschieden. Warum? Weil die sagen, diesen Gigantismus machen wir nicht mit. Das geht nicht. Also musst du irgendwo hingehen, wo nicht abgestimmt wird. München hätte sehr gut Winterspiele machen können. Das war alles geklärt, auch ökologisch, in der ganzen Region. Das hätte wirklich Sinn gemacht. Da haben die Leute gesagt, nee, wollen wir nicht. Das ist alles zu gigantisch. Davon muss man irgendwann mal runter. Sonst kriegen wir nur noch WMs in Katar und in Südafrika. Dann wird das von oben verordnet. Heute haben sie da, das nennt man weiße Elefanten, solche Stadien. Ja, der spielt noch nicht mal ein Drittligist. Nichts. In Kapstadt haben sie an einer der schönsten Stellen der Welt, unten am Wasser, in einem wunderschönen Park, haben sie ein traumhaft schönes Stadion, in dem spielt nur niemand. Und das geht nicht. Nur für 3 Wochen, für 5, 6 Wochen WM, das ist nicht nur obszön, das ist verbrecherisch. Das geht nicht. Vor allem nochmal, weil Sie mit diesem Geld 2, 3 andere Dinge machen können, die Sie sofort sehen. Wenn Sie sich aber glauben Sie, dass die FIFA da irgendwann was ändern wird? Das ist ja eigentlich eine schön funktionierende Geldmaschine. Das Geld kommt einfach so raus. Da hat die FIFA ja mal moralische Bedenken jetzt außer Acht gelassen. Zumindest wirtschaftlich keiner Interesse. Wenn es keine Selbstreinigungskräfte in einem solchen Land gibt, dass die Menschen sagen, das geht nicht. In Brasilien waren sie nah dran bei Olympischen Spielen, bei der WM. Brasilien ist ein Fußball durchgeknalltes Land, die sind ja verrückt mit Fußball. Da haben die auch neue Stadien gebaut, im Amazonasgebiet, bei Manaus. Dort spielt ein Viertligist in einem WM-Stadion. Das ist noch nicht mal, das ist zum Kotzen. Das ist so widerwärtig, ökologisch plus was an Geld verschwendet wird. Es wird nur gehen, dass Länder sagen, nee, machen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das machen wir so nicht mit. Dann könnte bei der FIFA jemand aufwachen. Aber wenn Sie eine WM nach Katar vergeben und stellen fest, hey, im Sommer ist es da, glaube ich, warm. Ja, wenn sich den das Wahnsinn hätte uns aber jemand sagen müssen. Ach so, na gut, dann machen wir es jetzt im Dezember.
Das ist Aufhebung aller Spielregeln. Aber müssen da nicht, wenn die FIFA da schon, Katar ist ein gutes Beispiel, da sind ja Hunderte gestorben, da werden Unsummen für Klimatisierung ausgegeben, gleichzeitig protestieren Kinder für Friday for Future, das passt ja alles nicht zusammen. Müssen da nicht vielleicht Fußballer sagen, Mensch, machen wir nicht mehr mit, oder ist das zu viel verlangt? Weil sie natürlich hart auf dieses Turnier hinarbeiten. Wenn keiner anfängt, wird sich ja nie was tun, weil immer auf die Bevölkerung zu setzen, wie in dem Beispiel der Winterspiele, ist ja auch sehr optimistisch gegriffen. Naja, aber da war es die Bevölkerung. Sie möchten von Fußballspielern, die kauen aber gerade an dem Goldsteak. Insofern haben die Mühe, sich zu äußern, und mit vollem Mund spricht man nicht. Also da verlangen sie vom Fußball selber ein bisschen viel. Das kann der Fußball aus sich selber nicht leisten. Wenn die Führung so ist, und die FIFA ist eine Geldvermehrungsmaschine. Das heißt, sie werden in Zukunft, werden wir WMs, schauen Sie, die EM, die jetzt kommt, findet statt in 12 Ländern zwischen Baku und Dublin. Das ist ja Wahnsinn. Und am Anfang dachte ich, ihr habt sie nicht mehr alle. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gemacht, weil ich sage, schau, dadurch kriegt Dublin ein Spiel, also Irland. Dadurch kriegt Ungarn ein Spiel. Das ist sonst gar nicht zu leisten. Sie können nicht nach Ungarn gehen und sagen, so, ihr kriegt jetzt die EM, jetzt baut 12, 15 Stadien, sonst kriegt ihr sie nicht. Dann gibt es, das ist fast ein elitär-faschistoider Ansatz, dass man sagt, nur die Großen. Du kannst nur noch in Deutschland, in England, in Italien, Spanien solche Turniere abhalten. Die anderen, die Kleinen, sollen gucken, wo sie bleiben. Wenn du es also ein bisschen demokratisch noch haben willst, wird es nur so gehen, dass du das verteilst über den ganzen Kontinent. Das ist auf den ersten Blick absurd, auf den zweiten ist es die einzige gangbare Lösung. Sprechen wir jetzt über was Schönes nach diesen kritischen Worten. Herr Klingsich hat es angesprochen, dieser legendäre Torfall von Barcelona, da ist ja ein Tor zusammengebrochen, lustigerweise noch am 1. April 1998, und Sie haben dann mit Jauch das braviös überbrückt und haben für diese Leistung, das waren ja glaube ich 80 Minuten, die Sie überbrücken mussten. 76, Entschuldigung für die unpräzise Zahl. Und Sie haben nachher den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Und was ja total verblüffend war, dass nachdem endlich das Tor aufgebaut worden ist und das Spiel beginnen konnte, ist die Einschaltquote dramatisch zusammengebrochen. Das heißt, die Leute fanden Ihren und Jauchs Beitrag so gut, dass sie gar nicht mehr am Spiel interessiert waren. Wie hat sich das ergeben? Kann man sowas vorbereiten, Schlagfertigkeitstraining, oder ist das aus der Situation erwachsen? Vorbereiten auf ein umgefallenes Tor? Nein, das glaube ich, kann man selbst mit seherischen Fähigkeiten nicht. Nein, das hat sich ergeben. Das ist eine schöne Legende, und für die muss ich mich auch nicht schämen. Und der Kollege auch nicht. Es sind Dinge aus dem Ruder gelaufen und erkennbar aus dem Ruder gelaufen, und niemand wusste, wie es weitergehen soll. Und wir beide sind seit 30 Jahren befreundet, haben dann einfach Quatsch gemacht. Und das hatte sich verselbstständigt. Ich habe zwischendurch kurz so Momente gehabt, wo ich dachte, die hängen uns auf dafür. Also wir haben sie nicht alle. Es ist Champions League Abend und wir erzählen einen Quatsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Und danach fand aber noch ein Spiel statt. Insofern der große Held des Abends war ich nämlich, weil ich musste ein Fußballspiel kommentieren, dann noch, von dem man nicht wusste, ob es zählt oder ob es unter Protest läuft. Der Kollege Jauch war längst ein Tässchen Kaffee schlürfen, und ich habe da nochmal anderthalb Stunden gemacht. Nein, diese 76 Minuten waren pure Anarchie, und es war lustig, und offensichtlich fanden es Menschen auch lustig. Es haben 12 Millionen geguckt bei dem Spiel. Es ging dann allerdings gegen 23 Uhr, waren die Leute müde, dann haben nur noch 6 zugeschaut. Unser Chefredakteur damals bei RTL, der mit Fußball nicht so viel zu tun hatte, sagte, aber ihr wisst schon, nächste Woche, sag ich, ja okay, wieder ein Tor umfallen lassen, aber wieder so eine Superquote. Vielleicht können Sie ja, wenn Sie irgendwann als Fußballkommentator nicht mehr gefragt sind, als Kabarettist eine zweite Karriere machen. Damals war ich beleidigt, weil es gab Preise dafür, für die Clownerie, aber nicht für die heroische Kommentierung des Spiels. Da dachte ich, Lassen Sie uns kurz nochmal ein Stichwort aus Ihrem Vortrag aufgreifen, nämlich Übertragungsrechte. Sie haben ja gesagt, am Anfang waren Sie empört und nachher haben Sie gesagt, gut, ich bin auch irgendwie beteiligt, wirtschaftlich, inhaltlich, und haben damit Frieden geschlossen. Jetzt haben wir es ja so, dass die Übertragungsrechte so kompliziert aufgeteilt werden zwischen Sky, ich glaube Dazn und jetzt auch Amazon, dass ja A, der Fußballfan 3 Decoder braucht, um das sehen zu können, und B, es ja total schwer ist, überhaupt den Überblick zu behalten, bei welchem Anbieter welches Spiel übertragen wird, weil es ja einfach zu Beginn
Beginn nicht feststeht, sondern von der Qualifikation abhängt. Ist das nicht einfach für den Fan wirklich eine richtig beschissene Situation? Nimmt das nicht die Freude am Fußball? Ist ja richtig aufwendig. Ich muss 3 Abos bezahlen, 3 Boxen haben, plus mich noch orientieren, wo wird welches Spiel übertragen. Ist das nicht auch ein Wahnsinn? Na, es ist eine Entwicklung. Die Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sondern spült die Millionen rein. Und die Deutsche Fußballliga will konkurrenzfähig bleiben mit anderen und deswegen müssen sie noch mehr erlösen, damit sie mit England zum Beispiel mithalten können. Das mit den Boxen wird sich in Kürze erledigen bald. Es geht weil es um Streamingdienste geht. Meine Söhne gucken nicht mehr. Wir haben früher immer Freitagabends haben wir uns getroffen und haben was gekocht, dann haben wir uns hingesetzt und haben Freitagabendspiel geguckt. Das war noch Lagerfeuer-Mentalität. Das hat sich erledigt. Sie werden heute nicht mehr, meine Söhne gucken nicht mehr Punkt 20.15 Uhr, weil das Spiel da anfängt, sondern die gehen erstmal auf die Piste und wenn die zurück sind, irgendwann nachts um 1 und ich sage mal, durchs Morgen ist doch Schule, bleib ruhig, Vater, alles gut. Dann gucken die sich das an, was sie sich zu dem Zeitpunkt angucken wollen. Und das läuft nicht aus einer Box, sondern das sind Streamingdienste. DAZN und Amazon. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Das Angebot wird, und die Jungen können damit umgehen. Die holen sich das, was sie haben wollen, holen die sich. Also Sie meinen, ich empfinde das nur als so störend, weil ich eben nicht mehr jung bin. Die Jungen wachsen damit auf, für die wir das ganz normal. Nein, nicht mehr so jung. Wir beide sind nicht mehr so jung. Ich gucke auch noch, wenn ein Spiel live stattfindet, möchte ich es live sehen und nicht in der Aufzeichnung am nächsten Tag. Das widerspricht allem, was ich 30 Jahre lang gemacht habe. Das ist völlig konträr. Aber meine Söhne schütteln den Kopf. Du hast Nerven. Heute Abend 20.15 Uhr, das ist Samstag. Da draußen spielt die Musik, mein Freund. Und da, naja, gut. Sie haben die Veränderung, ich sag mal jetzt, des modernen Fußballs auch häufig kritisiert. Sie haben gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass Fußballspiele heute so aussehen wie Fußballspiele auf der PlayStation. Alles muss schick sein, überall ist der Marketingcharakter spürbar. Fußballspieler sind nicht in erster Linie Fußballspieler, sondern schicke Bildlieferanten. Ist das auch eine notwendige Entwicklung mit vielen Vorteilen oder ist das wirklich etwas, wo Sie sagen, Mensch, da hat der Fußball sich für mich verschlechtert? Sie haben ja den Begriff auch des schönen Fußballs geprägt. Ist das kein schöner Fußball mehr, wie wir ihn heute sehen? Doch, der Fußball selber hat mit der Sportart, wie ich sie ausgeübt habe, nichts mehr zu tun, sondern das ist auf einem Niveau, das ist unfassbar. In der Spitze. All die Vermarktungsgeschichten, das habe ich Ihnen ja vorhin versucht zu erklären, das sind zwei Welten. Eine ist der reine Fußball, den werden Sie sich regional gern holen können und da haben Sie die Jungs zum Anfassen und die werden auch die werden es sich nicht leisten können, sich Gold auf Steak zu machen, weil ich glaube, dann kriegen sie Ärger mit ihrer Gemeinde. Aber die Kameraden in dieser Super League, diese Art Fußball, das werden Weltstars und die werden nach ihren... Aber finden Sie nicht, dass da auch dem Fußball einiges verloren geht, wenn jetzt wirklich Fußballer nicht die reine Emotion rauslassen, sondern sich so verhalten, dass es im Film gut aussieht, dass es auf Fotos gut aussieht? Oder sagen Sie, es ist völlig okay, weil wir immer noch die niedrige Liga haben, ich sag mal jetzt die Gras- und Wiesenliga, wo wir noch richtigen Fußball erleben? Machen Sie die nicht klein, die ist nur anders und die hat ihre anderen Werte. Das andere ist ja was... Also haben Sie Frieden damit geschlossen? In Ihrem Buch klang das so, dass Sie damit nicht so ganz... Irgendwann, ja, weil Don Quixote war nie mein Lieblingsheld. Also ich kann mit Windmühlen kämpfen nichts anfangen. Ich will nur, dass es ehrlich ist. Man soll mir nicht erzählen, dass die echte Liebe, und das hat mit echter Liebe nichts mehr zu tun, sondern das ist eine reine Marketingstrategie. Und das geht nicht. Das merken die Leute auch. Also Menschen, Fans sind... Die müssen keine Philosophen sein, aber sie spüren, wenn man sie hinters Licht führt mit solchen Dingen. Ich glaube, die Art, wie man sich, sie werden auch Role Models werden. Gehen Sie nach Amerika, gucken sich Superstars an. Am letzten Sonntag war Super Bowl Endspiel der American Football. Da singt in der Halbzeit Shakira und J-Lo. Das war ziemlich spektakulär, wie ich fand. Wenn bei uns Helene Fischer ein Liedchen trällert, hast du das Gefühl, die ganze Republik wackelt. Aber Sie sind doch gar kein großer Fan von Stadiongesang. Sie haben doch gesagt, ich bin froh, keine Profispiele, keine Finals mehr zu kommentieren, weil ich jetzt nicht mehr Simply the Best und We Are the Champions hören muss, oder? Richtig. Aber wenn es richtig gute Halbzeitshow ist und wenn die Teil des Entertainments ist, Sie versuchen, Sie sind immer noch auf dem Trip,
so wie die Fans. Mhm. Nein, das sind verschiedene Fangemeinden. Das eine ist ein Entertainment-Publikum, das unterhalten werden möchte, und zwar auf allerhöchstem Niveau. Die werden viel Geld dafür zahlen müssen, und wenn das Niveau nicht gut ist, werden die Probleme kriegen. Das heißt, das muss ich differenziert betrachten? Absolut. Okay. Ob Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale in der Halbzeit singt oder nicht, ehrlich gesagt, das ist mir so wurscht wie nur was. Aber daran merken Sie, die Fans, die mal, es ist doch heute der Kampf darum, wem gehört der Fußball? Der Fußball. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist kompliziert. Das ist nicht, lässt sich nicht so einfach wegtun. Der Fußball gehört uns? Nee, auch in St. Pauli nicht. Wissen Sie, St. Pauli hält sich für so einen Kultclub und verkauft das auch gern nach außen. Nur dann müssen die auch mal sagen: Weißt du was, dann spielen wir fünfte Liga, da können wir Kult machen. Wenn du Profifußball machen willst, musst du nach bestimmten Regeln auch tanzen. Das lässt sich, das ist unvermeidlich. Deswegen nur offen und ehrlich kommunizieren. Diese Fans spüren, das ist nicht mehr. Und der Fußball, wie wir ihn mal kannten, hat sich verändert. Ob wir das bedauern, beklagen, bejammern, das wird nicht viel ändern. Ich will nur, dass man mir keinen Etikettenschwindel zumutet, sondern sagt, pass auf, das ist so und das ist so, und du darfst dich entscheiden, ob du da mitgehst. Sie haben nicht nur neue Entwicklungen im Fußball teilweise kritisiert, sondern auch Kommentatoren kritisiert. Und Sie sind ja oft kritisiert worden, weil Sie eben kritisiert haben. Und Sie haben mal dieses tolle Zitat gebracht: Ein Kommentator, der nicht kritisiert ist wie ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. Also Sie stehen zu Ihrer Kritik. Und Sie haben gesagt, früher waren Sportreporter von der Wirklichkeit beeindruckt, heute wollen Sie die Wirklichkeit beeindrucken. Und Sie sagen, Sportreporter kommentieren heute nicht mehr, sondern die zerlabern alles. Na, so hart habe ich es nicht gesagt. Das wäre auch ein bisschen zu pauschal. Nur, wenn ich, mein Job war Fußballkommentator. Und nach dem Presserecht ist Kommentar, muss ausgewiesen werden. Also wenn Sie abends heute Journal gucken oder Sie gucken Tagesthemen, und wenn jemand einen Kommentar spricht, muss vorher gesagt werden, so und jetzt vom BDR ein Kommentar von, und danach es kommentierte Ding. Das ist nicht Berichterstattung. Wenn ich Fußballberichterstatter wäre, dann würde ich erzählen, was Sie sowieso sehen im Fernsehen. Aber wenn ich kommentiere, beziehe ich Stellung und bewerte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen der jüngeren Kollegen, die Bewertung in den sozialen Medien wichtig ist, dass die parallel zu dem, wenn sie kommentieren oder wenn sie reden zum Spiel, dass sie auf dem Handy gucken, wie ist denn die Reaktion. Dieses führt dazu, dass du flacher fliegst, um nicht in Turbulenzen zu geraten. Und das halte ich für eine nicht gute Entwicklung. Kommen wir zurück zu Ihrem letzten offiziellen Spiel, das Champions League-Finale 2016, Real gegen Atletico in Mailand war es. Und da haben Sie ja so ganz lapidar das Kommentieren beendet und tschüss. Wie war dieser Tag für Sie? Sie waren, glaube ich, mit der Familie in Italien, waren nachher schön essen. War der sehr wehleidig oder war der auch, Mensch, ist jetzt einfach genug? Sie haben ja eben auch von diesen Fanübergriffen gesprochen. Konnten Sie Frieden damit schließen oder hat es wehgetan? Ach, das war dann eine Mischung und verselbstständigte sich. Die ganze Familie, die Söhne sind mitgefahren und die waren sehr wehmütig und wollten auch, dass der Alte auch entsprechend wehmütig ist. Und ich habe gesagt, nee, es ist gut, ich mache mein Spiel. Aber als es fertig war und ich setze mich ins Auto dann vom Stadion, meine Familie ist getrennt gefahren und ich bin dann in unserem Wagen und sitze hinten, auf einmal macht es bling, 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 habe ich das Handy wieder angemacht und dann kam Ottmar Hitzfeld und Lucien Favre und Jupp Heynckes mit sehr warmen Worten, schrieben die mir. Naja, beim dritten habe ich angefangen zu heulen und dann sind wir zum Essen gegangen, da hatte ich mich wieder beruhigt. Und dann wollte die Familie aber auch noch einen richtig rührseligen Abschied haben. Die haben so lange das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Die haben so lange aufs Knöpfchen gedrückt, bis der Alte funktioniert hat. Gut, aber das beschreiben Sie jetzt etwas lapidarer, als ich es bei der Lektüre Ihres Buchs empfunden habe. Da schreiben Sie ja ziemlich am Ende, ich habe einen Bedeutungsverlust gespürt
und wenn niemand mehr etwas von dir wissen will, ist das ein Schritt hin zum Tod. Das ist ja nicht nur melancholisch, das ist ja fast schon depressiv. Hat sich dieses Gefühl jetzt verändert, weil Sie sind ja wieder gefragt, Sie sind im Teleclub, Sie haben jetzt ab 17.02. übrigens ein neues Format bei Bild TV, wo Sie dreimal in der Woche berichten. Hatten Sie wirklich mal so ein richtig tiefes, depressives Gefühl, so klingt das für mich, was dann wieder überlagert wurde, weil Sie doch wieder gefragt waren? Na, die Familie, die hat befürchtet, dass der Alte sitzt verbittert in der Ecke und ist und beklagt seinen Bedeutungsverlust. Er weiß so viel und niemand will es mehr hören. Aber ich habe angefangen, mich damit anzufreunden. Ich sage, pass auf, es ist gut. Und dann irgendwann kam jemand und sagte, hättest du nicht doch Lust, wieder was zu machen? Daraufhin habe ich meinen Erwachsenensohn, der ist 42, gefragt, sag mal, ich kann doch nicht vom Rücktritt zurücktreten. Darauf sagte der, wem bist du denn noch Rechenschaft schuldig? Ein, wie ich fand, in sich nicht verkehrtes Argument. Und dann fragen mich heute Leute, warum kannst du nicht loslassen? Ich halte auch meine Frau gern fest. Auch warum soll ich loslassen, wenn es mir noch Spaß macht und wenn ich das Gefühl habe, ich krieg's noch hin? In dem Moment, wo ich das erste Mal, das verspreche ich Ihnen hiermit vorzeugen, wenn ich das erste Mal das Gefühl habe, und gar nicht, dass ich es nicht mehr hinkriege, sondern dass es mich nicht mehr interessiert. Ich habe eine Szene erlebt mit meinem Freund Dieter Körten damals, da war er Kommentator und ich war sein Assistent. Und am Abend sitzen wir vor dem Spiel, bevor wir zum Essen gingen, da sage ich, du pass auf, der hat letzte Saison bei Feyenoord Rotterdam gespielt. Und ich gucke ihn so an und merke, der hört mir gar nicht zu. Da sage ich, Dieter, der hat bei Rotterdam gespielt, der. Und daraufhin habe ich gesagt, Dieter, weißt du was, hör auf. Und wir waren damals schon nicht nur Kollegen, sondern Freunde, er hat auf mich gehört. Er hat gesagt, weißt du was, da habe ich gemerkt, es interessiert mich nicht mehr so sehr. Ich gucke, der Fußball macht mir Spaß, aber ob der jetzt bei Feyenoord Rotterdam oder bei Excelsior Rotterdam war, ist mir wurscht. Das kann einem auch wurscht sein, es sei denn, man möchte darüber sprechen. Wenn man darüber sprechen soll, beruflich, dann sollte es einen interessieren. Und als er das merkte, hat er gesagt, weißt du was, du hast recht und hat auf mich gehört. Und ich habe mir genau das auch vorgenommen. Wenn ich zum ersten Mal sage... Wenn Sie kein Kribbeln mehr spüren, wenn Sie über Fußball reden, dann hören Sie auf. Ja, ganz sicher. Genau. Zum Abschluss, was glauben Sie, wer wird Deutscher Meister? Sie haben es eben schon so ein bisschen durchblicken lassen. Wer wird der nächste Europameister? Ach, Deutscher Meister fürchte ich, könnte... okay. Nein, es geht schon wieder los. Seit Wochenende. Die anderen hatten ihre Chance. Europameister, also wenn es die deutsche Mannschaft würde, würde mich das sehr, sehr wundern. Wenn Sie mich nach Favoriten fragen, würde ich furchtbar gern sagen England. Aber das habe ich schon so oft gesagt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber die haben eine sehr gute Generation. Spanien ist wieder da, die Franzosen sind wieder da. Die Italiener sind immer da und nerven. Also es sind die notorischen Verdächtigen. Die deutsche Mannschaft ist noch im Umbruch, aber das kann auch eine luxuriöse Außenseiterrolle sein. Herr Reif, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend an Ihnen, dass Sie über den Fußball hinaus viel zu sagen haben. Sie begleiten die ganze Sache kritisch, aber auch nicht wie ein ewig Gestriger, ne? Der sagt, alle Neuerungen sind schlecht. Wir hätten auch noch über Politik sprechen können. Nordkorea ist ein Thema, was Sie sehr bewegt. Also ich fand das eine tolle Tiefe, mehr als ich, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, erwartet hätte. Und Sie haben von Fans tolle Briefe bekommen, Sie haben aber auch üble Beschimpfungen bekommen und ich möchte gerne abschließen mit einem Fanbrief, der so ein bisschen in der Mitte zwischen Beschimpfung und Lob liegt. Man hat ihn mal geschrieben, unter den Arschgeigen bist du die Stradivari. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.